Ja, halli, hallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mokli auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde hier bei unserem wunderschönen Bächlein in Richtung der Fischerteiche. Und man hört schon hier die Vögelchen einfach so wunderschön zwitschern. Man sieht, wie schön alles grün geworden ist in den letzten Tagen. Und ja, hier ist der liebe Mokli. Ich habe heute die kurze Leine dabei, weil ich eigentlich vorhatte, ihn ja laufen zu lassen, frei zu lassen ein bisschen. Aber wir haben ein kleines Problem, und zwar da vorne die Leute, die da spazieren gehen, auch mit ihrem Hund. Deshalb muss Mokli jetzt erstmal hier an der Leine bleiben. Ich hoffe mal, dass die vielleicht irgendwie nachher dann abbiegen oder nicht den gleichen Weg gehen, den wir gehen, dass ich ihn da einfach nochmal ein bisschen laufen lassen kann. Aber erstmal bleibt er jetzt an der Leine. Ja, man sieht so richtig schön, ne, wie langsam wirklich jede Knospe aufgeht. Selbst die, die wo beim letzten Mal noch zu waren, gehen hier langsam auf. Man kann hier schön sehen. Ja, der Frühling, er kommt. Das Wetter ist halt nicht ganz so schön. Ja. Also es scheint jetzt nicht die Sonne oder so. Es ist bewölkt, es ist ein bisschen neblig, es ist trübe. Ja, also trübe, sehr trübe eigentlich so. Aber es regnet nicht und das ist doch schon mal gut. Ja, es hat die letzten Tage viel geregnet. Immer wieder mal hat dann die Sonne sogar rausgelächelt, aber die meiste Zeit über hat es geregnet, was natürlich auch perfekt ist, damit dieses ganze Grünzeug, wollte ich jetzt gerade sagen, habe gedacht, hä, das passt aber irgendwie nicht, nee. Die ganzen Bäume, ne, und Pflanzen auch, ja, richtig schön wachsen können, ne, damit der Frühling hier seine volle Pracht zeigen kann. Und man sieht auch immer wieder vereinzelt Vogelnester, Freunde. Hier in den Bäumen jetzt nicht, aber man sieht, wie schön dieser Baum hier oben blüht. Ne? Der ist richtig schön am Blühen, Freunde. Schaut euch das mal an. Oh, richtig schöne weiße Blüten hat er. Und da hinten, das Vogelnest, da hinten oben in der Baumspitze, also hier, da ist ein Vogelnest drin, ne? Na, die Vögel, sie brüten ja jetzt auch schon, ne? Und teilweise sind sogar schon Jungtiere geschlüpft bestimmt, ja. Jetzt hier bei uns habe ich noch keine gesehen am Wegesrand oder so, aber also so ein richtiges, schauen wir, oh, das wären jetzt Jungtiere drin. Wahrscheinlich da oben im Vogelnest. Wer weiß. Das kommt ja alles, ne? Die Brutzeit. Bei einigen Tieren beginnt sie, bei anderen Tieren ist sie schon fertig, ne? Immer schön, wenn so ein neues, schönes Leben entsteht. Dass dann pfeift, dass dann zwitschert. Der Frühling hat schon was Schönes. Gerade, ja, dass man halt einfach sieht, wie alles so schön wächst. Wachsen kann, ne? Das ist so, ja. Also auch hier, ne? Man sieht es wirklich richtig, wie dieser Baum hier auch langsam seine Blätter bekommt, Blüten bekommt, und das ist richtig schön. Dieses Rauschen des Baches, dadurch, dass es viel geregnet hat, ist da auch viel Wasser drin, ne? Und ja, dann hört sich das Plätschern doch gleich viel anders an. Ein bisschen dunkler, finde ich, wie wenn es jetzt nicht so viel geregnet hat. Also wenn das ein bisschen flacher ist, ne, dann hört sich das eher so, ja, so ein bisschen, es plätschert mehr und so ist es so. Diese plätschert. Ich kann da nicht nachmachen, ich kann da kein Wasser nachmachen. Aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und ich könnte hier auch
ein Weilchen sitzen, einfach nur ja, zuhören, lauschen. Hören, wie die Natur mit uns spricht. Und hier sieht man diese ganzen kleinen Jungbäumchen, die hier ja, auch langsam, aber sicher wachsen. Ne? Jetzt kommen die Leute hier wieder auf uns zu. Das ist super, weil dann kann ich mit Moki nämlich noch ein Stückchen weiterlaufen. Dann kann ich das dementsprechend, denke ich, auch mal eine Runde laufen lassen. Richtig schön, richtig schön. Auch wenn die Sonne nicht scheint, so, ne? Es ist halt trotzdem so ein richtig schöner Tag, finde ich. Also richtig angenehm. Auch nicht kalt oder so, sondern richtig angenehm warm eigentlich. Und ja, richtig schöner, bewölkter, trüber Frühlingstag. Es gibt überall Löwenzahn, wächst hier. Immer wieder so vereinzelt. Da oben ist auch wieder das Vogelnest, das wir die letzten Male, weil die ganzen vielen letzten Male immer wieder gesehen haben. Wäre mal sehr interessant zu wissen, ob da vielleicht das ein oder andere Ei drinnen liegt. So, jetzt müssen wir kurz Muckli ein bisschen ablenken, weil da vorne nämlich der andere Hund kommt. Muffi, schau mal hier. Wir warten kurz hier. Mama, sitze. Dann bleib. Da sitzt er. Schön brav, da guckt er nach meinem Hund, aber bisher hat er noch nicht gebellt. Komm her, hier. Hier. Nein. Sitzen. So ist fein. Super. Fein. Super machst du das. Feiner Schatz. Bleiben. Super fein. Nein. Sitz. Nein. Mucki hier. Hier gucken. Hier. Mucki hier. Hier. Nein. Hier. Super, was ist das? Hier, Moki. Super, fein gemacht. Ganz toll, komm. Ja, richtig super hat er das jetzt gemacht. Richtig toll, Freunde. Habt ihr das gesehen? Oder besser gesagt, habt ihr es gehört? Ja? Er hat so kurz mal geknurrt, so ganz leicht. Aber ich konnte ihn sofort wieder ablenken und ihm sagen, hey, ist doch alles völlig in Ordnung, ja? Du musst doch gar nicht bellen. Es ist alles in Ordnung. Das war richtig gut. Er kann es. Er hat gezeigt, er kann es, wenn er es will. Ja? Er war ganz entspannt, war richtig okay, war wirklich angenehm, war so, aber gut. Na gut, das Knochen kriegen wir auch noch weg. Und dann ja, klappt es vielleicht beim nächsten Mal auch wieder. Ihr wisst ja, es klappt nicht immer. Ja? Nicht jeder Hund ist dem anderen Hund sympathisch. Ja, das kann durchaus mal passieren, dass Mogli das nicht. Ne? Du bist mir heute nicht sympathisch, dich mag ich nicht. Also dementsprechend hier tschüss. Da ist der nette Herr Fischer. Der wird jetzt gerade wahrscheinlich in Richtung ja, angeln gehen. Ein paar Fische fangen. Darunter laufen Richtung der Teiche. Da stehen auch noch ein paar andere Leute, wie ich gerade sehe. Okay, heute ist wahrscheinlich der ja, Fischertag. Da fischen wir heute ein bisschen. Gibt es eigentlich so bestimmtes Wetter, wo die Fische am besten beißen? Weiß das jemand von euch? Kennt sich da jemand aus? Angelt sogar jemand von euch selber? Ich habe schon gesagt, ich will es eigentlich mal machen. Wenn der Angelschein ja,
nicht so teuer wäre. Aber mir ist der Angelschein einfach definitiv, das ist echt teuer, ne? Muss er da auch so eine richtige Prüfung machen? Ach nee, der fährt. Okay. Der fährt wieder. Der geht nicht dahinter. Man sieht da unten ein paar Leute. Ein bisschen rumgucken. Deshalb kann ich Mutti jetzt gerade auch nicht freilassen. Und hier das Stück, das ist ja eigentlich kleine Pflicht. Na, ist eigentlich, dürfte ich ihn hier gar nicht rennen lassen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich weiß, er macht nichts. Aber ich möchte jetzt nicht in Konfrontation treten mit diesen Menschen da vorne, die dann vielleicht meckern oder vielleicht irgendwas sagen. Das muss nicht sein, deshalb kann Mowgli hier durchaus auch an der Leine bleiben. Er ist ja brav, er kann ja trotzdem schnüffeln, er kann ja trotzdem laufen, er kann ja trotzdem genießen, was er auch tut. Ne? Ganz entspannt. Er zieht nicht, er läuft wirklich ganz brav und entspannt an der Leine. Das hat er auch schon gelernt, dass Leine, wenn die Leine zu Ende ist, dann wird nicht gezogen, sondern dann wird einfach ganz normal weitergelaufen. Ja? Und das macht er echt super. Egal welche Leine ich dabei habe, egal wie lang. Er zieht nicht an der Leine, sondern es ist wirklich ein ganz entspanntes Laufen. Und hier drinnen hört man echt richtig schön die Vögel zwitschern. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Zwitscher, zwitscher, zwitscher macht es. Sie pfeifen uns ihr Liedchen. Und auch hier alles am Grün werden. Ne? Alles am Grün werden. Das schilft nicht, das ist immer noch verkraut und ja, bräunlich, beigefarben, noch trübe, aber irgendwann wird das auch einfach umknicken, umfallen und dann wird neues Schilf wieder entstehen. Ach, hier schaut mal, wie schön das hier aussieht auf dem Wasser mit den hier mit diesen Blütenblättern, ne, die da so liegen. Schön, einfach schön, Freunde. Der Frühling ist einfach schönes und auch hier laufen wir so auf den Blüten, die von den Bäumen heruntergefallen sind. Ne? Wie romantisch, Blütenblätter. Habt ihr Blütenblätter schon gestreut? Oder habt ihr es noch nicht getan? Lauft ihr auf einem Blütenteppich der natürlichen Art? Guck, ich komm mal rüber. Hier lauf hinter mir. Komm hier. Hier vorbeilaufen. Hier schön vorbeilaufen. Ja. Hallo. Schön brav machst du das. Super. Fein gemacht. Fein gemacht, ne? Fein gemacht hast du das. Jetzt sieht man schön, wie dieser Baum hier eigentlich kaputt ist. Ne? Weil er umgefallen ist, aber trotzdem kommen noch vereinzelt aus diesem Baum Äste raus, die sogar noch blühen. Und hier sieht man richtig, richtig schön, wie es die letzten Tage geregnet hat. Das ist ja richtig sumpfig geworden. Auch hier ist noch ziemlich viel Matsch. Aber ich will noch ein kleines Stückchen nach vorne laufen. Einfach, ja, um unsere Teiche hier schön zu sehen. Guck mal, da hinten wächst so ein ganz kleines Blümchen, seht ihr das? Auf dieser kleinen Insel wächst einfach mal ein kleines lilanes Blümchen. Und die Leute haben Schilfrohr gesammelt, also diese Stangen. Für was auch immer sie diese benutzen. I don't know. Hat diese, einfach diese, haben sie weggemacht und ja, benutzen die für irgendwas. Vielleicht machen die da draus so, da kann man kann ja aus dem Rohr, macht man ja als oft solche, wie nennt man das denn, diese Sichtschutz. Weißt du, so Sichtschutz, ne? So, und hier
sieht man jetzt richtig schön unsere wunderschönen Teiche. Einfach schön. Es fängt an zu tröpfeln, Freunde. Es fängt gerade an zu tröpfeln. Es tröppelt. Man sieht ja die Fische, wie sie nach oben ploppen. Und hier kann man sogar, was ja natürlich logisch ist, im Wasser die Regentropfen sehen. Ganz fein, ganz kleine Tröpfchen. Das ist nicht wirklich viel. Mucki versucht hier gerade ein bisschen reinzukommen. An das Wasser dran. Aber das Wasser ist eklig. Da muss er unbedingt reinhüpfen. Nicht, dass ihn die Fische auffressen. Und auch hier zwitschert alles. Und es blüht einfach so richtig, richtig schön. Für die Pollengeplagten und Allergiker ist das natürlich richtig, richtig gemein, richtig, richtig eklig, aber ja. Was willst du machen, ne? Die schauen einfach meine Videos, entspannen ganz normal dabei und ja, fühlen sich einfach hier pudelwohl, haben keine Probleme mit den Pollen und können trotzdem schauen, ja, wie schön es ist. Da oben ist ein Vogelnest. Und ich wette mit euch, dass in den Tannen hier, in diesen, sind das Tannen, Fichten, Buchen, was auch immer, ich weiß nicht, ich kenne mich ja da nicht, einfach nicht aus, ja. Ich vergesse das auch immer wieder, kann mir immer erzählen, ich vergesse es wieder. Da sind 100% auch ja, Vogelnester drin. Bin ich davon überzeugt, dass da bestimmt das ein oder andere Vogelnest drin ist, man es halt einfach noch nicht sieht, aufgrund der vielen Nadeln. Ne? Was ja auch gut so ist, es soll ja auch gut versteckt sein. Ne? Und vielleicht ist auch hier irgendwo das ein oder andere Vogelnest drinnen versteckt. Man hört auf jeden Fall die vielen Vögelein schön zwitschern. Und hier wieder einfach mal auf diesem Pfahl so ein kleines Büschlein, Blümlein ja, einfach wächst. Ne? Da sieht man mal, wie toll die Natur ist, wo die alles Möglichkeiten findet, ihre Samen abzulegen und dann daraus was wachsen zu lassen. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Na komm, Mogli. Geh mal weiter. Laufen wir noch ein Stück hier wieder vor, ne? Und ich hoffe, dass ich ihn dann da mal ein bisschen losmachen kann, dass er einfach noch ein bisschen flitzen kann, ohne Leine. Aber ich muss schon sagen, er macht das heute richtig super, dass er wirklich hier kein Theater macht, sondern ganz entspannt an der Leine läuft. Auch wenn sie heute mal wirklich kurz ist, ne? Ja, man kann schön sehen, lange ist sie nicht, ne? So. Ja, so ungefähr, ne? Also. Ja, aber er macht das echt gut, er macht das echt entspannt. Ich hoffe mal, dass es nicht gleich anfängt hier mehr zu regnen, weil ich habe keinen Schirm dabei und ich würde ungern nass werden. Noch hier der Waldboden hier auf der Seite, der wird langsam auch richtig, richtig grün. Ne? Das ganze triste Braun, Grau verschwindet und es fängt richtig schön an zu blühen. Und schaut mal, hier sieht man sogar, sind so kleine Pferdchen. Ich bin davon überzeugt, dass hier als Rehe rüberspringen. Ja, und dann hier zum Beispiel auch was trinken oder so. Ja, das sieht so aus, als würden da als Tiere hochgehen oder die Enten oder so. Ne? Da sind so richtige kleine Schneisen drin. Haben wir in so einem Wäldchen ja auch schon gesehen, dass da immer wieder so Schneisen sind. Das sind Tierpfade, wo Tiere lang laufen. Weil ein Mensch wird wohl nicht hier rüber gehen, ne? Oder mitten in den Wald reinlaufen. Auf so einem Pfad, der dann auf einmal mitten im Wald wieder endet. Ne? Und auch hiervon bin ich immer noch sehr fasziniert. Ja? Die Bäume sind ja schon sehr lange hier so umgekippt, umgefallen. Aber trotzdem
scheinen die Wurzeln noch so weit zu funktionieren, ja, dass die Bäume ja, Blätter bekommen und blühen. Noch hier immer wieder vereinzelt so ein kleiner Blütenteppich. Einfach richtig schön. Und man sieht die Tropfen im Wasser vom Regen. Trips, Tropf, kleiner Regen im April. Na, 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 na. Ist ja jetzt auch die Zeit für die Rehe. Ne, da sind ganz viele Kitze unterwegs. Wer kennt noch dieses Lied, wo ich gerade gesungen habe? Von wo war dieses Lied, Freunde? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das kleine Regen im April. Ich kann es leider nicht weiter singen. Ich kann es leider nicht weiter singen, weil ich einfach den Text nicht mehr so genau weiß. Aber ich weiß, dieses Lied kam mal bei einem Film. Da hat es so, ja. Ja, vielleicht kennt ihr den Kinderfilm. Das ist ein Kinderfilm, ja. Also wenn ihr ihn kennt, ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Schreibt es natürlich direkt in die Kommentare, weil am Ende dieses Video werde ich verraten, welcher Film es denn war. Aber jetzt genießen wir hier noch diese Schönheit der Natur und hoffen, dass es nicht regnet, Freunde. Dass es nicht dolle anfängt zu regnen. Und ich das Video hier vorzeitig abbrechen muss. Weil ihr wisst ja, Kamera, Regen, das tut sich nicht ganz so gut aus. Okay, guck mal. Pfütze, also man, da ist auch schon Wasser rausgekommen. Ne? Da ist doch durchaus durch den Regen das Wasser rausgelaufen. Von diesen Blumen hier wächst hier ganz schön einiges. Ne? Richtig viel. So, ich sehe da vorne Menschen laufen, aber ich glaube, das sind die, die wir vorher gesehen hatten. Ja, die laufen weg. Mogli, komm mal her. Sitzen hier fein. Super. Bleiben. Und lauf. Und da freut er sich jetzt. Ja, ich darf rennen. Juhu, Frankchen, ich darf flitzen. Ja, darf er. Jetzt darf er. War das gerade eine richtig dicke Brumsel. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Video gehört, aber war richtig locker. So ein kleiner Motor, der gestartet hat. Sehr wichtig, die Bienen. Hummeln und sowas, ne? Weil die tragen ja auch sehr, sehr viel dazu bei, dass die Samen vieler Blumen und so schön weitergetragen werden können und dass dann hier überall alles wachsen kann. Ja, fein! Super, mein Schatz! Fein gemacht! Da freut sich einer, dass er einmal ein bisschen frei laufen kann. Ach, so ist die Natur gerade. Die Luft ist gerade. Oh, schön, einfach schön. Einfach alles schön. Die Natur blüht. Es wird immer mehr, es wird immer größer, es wird immer, ja, die Blätter, sie wachsen, wachsen und wachsen. Und ich denke mal, ihr werdet auch bestimmt gespannt sein, wie sich unser Wäldchen verändert hat. Ne? Wie immer, natürlich. Man ist ja immer gespannt. Also ich bin immer sehr gespannt auch. Ja, weil ich laufe jetzt auch nicht jeden Tag da drinne. So, aber ja.
Bin ja auch immer sehr gespannt, wie es das Wegen so verändert. Hier schaut mal, selbst der Baum hier, das sieht kaputt aus, ne, durch dieses ganze Moos da. Aber trotzdem richtig schön, wie er dennoch blüht. Habt ihr gerade gehört, dass er mit uns gesprochen hat? Er hat so leicht geknackt. Und hier so ein richtig grüner Teppich. Ich weiß gar nicht, was für Pflanzen das hier alles sind, was hier wächst. Weiß es jemand von euch? Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Noch geht es mit dem Regen, also noch tröppelt es nur. Aber das könnte sich natürlich auch schnell ändern, ne? Weil wenn man hier so mal nach oben guckt, ne, hier ist wieder unser Vogelnest. Es ist halt doch ziemlich grauer Himmel und da kann es durchaus passieren, dass es immer wieder mal regnet. Hier ein paar Maulwurfshügel. Aber das ist ja auch in Ordnung, ne? Regen braucht die Welt. Ohne Regen würde ja alles vertrocknen. Wir Menschen hätten nichts zu trinken. Weil Wasser ist das, ja, Lebenselixier, Freunde, das Lebenselixier. Ohne Essen kann man lange auskommen. Aber ohne Wasser, ja, würden wir elendig vertrocknen, dehydrieren, wie auch die Pflanzen vertrocknen würden. Muckli, stopp! Stopp! Er stand hier gerade so schön, wir gerade so schönes Bild machen. Und hier könnten wir jetzt schön die Regentropfen beobachten, wie sie hier aufs Wasser fallen, die Augen schließen und einfach entspannen. Aber ich würde gerne weiterlaufen, damit, falls es jetzt gleich richtig losgeht, ich das Video auf eine schöne Art und Weise beenden kann mit einer schönen Verabschiedung und nicht einfach direkt so tschüss. Ich mag ja das auch immer, wenn der Regen fällt, ne, auf die Bäume, auf die Blätter und das dann so einen richtig schönen, ja, Sound gibt. Da kann ich richtig, richtig gut entspannen und einschlafen oder das Plätschern vom Fluss zu hören. Oder ist das kein Fluss? Das ist ein Bächlein. Ne? Das ist ja ein Bächlein. Aber das liebe ich. Das ist einfach so schön, das zu hören. Auf dem Sofa zu sitzen, die Augen zu schließen, zu entspannen und die Naturgeräusche zu hören. Aber noch schöner ist es, wenn man direkt vor Ort ist, in der Natur und all das, ja, hören, sehen kann. Einfach direkt. Live. So schön, wie das hier alles blüht. Ja, und wer hat es in die Kommentare geschrieben? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ja, ich hoffe, ihr bescheißt euch da nicht selber und wartet einfach auf das Ende, bis ich es verrate. Und zwar ist dieses Liedchen von Bambi. Ja, Bambi, wer kennt es nicht?
das kleine Rehkitz Bambi. Ich habe es früher sehr, sehr gerne geguckt. Auf Videokassette habe ich das damals noch gekauft. Oder meine Eltern haben es gekauft. Richtig, richtig schönes Filmchen. Das waren noch Kinderfilme, Freunde. Aber zu diesem Thema kommen wir bestimmt irgendwann ein andermal. Es fängt jetzt gerade ein bisschen mehr an zu regnen, deshalb werde ich das Video hier und jetzt beenden, bevor meine Kamera zu dolle nass wird. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wann auch immer ihr dieses Video seht, haut da rein, macht das gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, genießt einfach auch diese Schönheit der Natur. Ich bin raus, ciao, ciao, macht's gut, tschüss, habt noch einen schönen Tag. Wie Freunde, immer noch da? Abschalten.